Ja, insgesamt hat man natürlich in der ersten Halbzeit gemerkt, dass wir extrem schwere Beine hatten, weil wir schon jetzt sehr, sehr hart trainiert haben. Das war klar zu sehen. In der zweiten Halbzeit haben wir das alles besser gemacht. Ich war schon recht zufrieden mit dem Kreisspiel. Zwei neue Kreisspieler, da ging schon viel am Kreis. Zweite Halbzeit haben wir auch in der Defensive gut gestanden, haben Ballgewinne gehabt und sind dann in unser Tempospiel gekommen. Das ist das alte Lied. Wenn wir das schaffen, dann sind wir auch erfolgreich. Natürlich hat es im Positionsspiel hier und da noch geholpert, aber alle haben ihre Einsatzzeiten gehabt. Wir haben das verteilt, sodass das ein gelungener Test war. Morgen geht es dann gegen Górnik Zabrze aus der polnischen ersten Liga. Erwartest du da eine ähnliche Leistung? Ich glaube, wenn wir da erfolgreich sein wollen, werden wir uns steigern müssen. Ich glaube, dass Górnik Zabrze stärker ist. Sie werden auch körperlich uns mehr entgegenzusetzen haben. Und da müssen wir wieder schon den ersten kleinen Schritt nach vorne machen.